So Leute, herzlich willkommen zurück bei Tales of Berseria. So, ich bin offscreen nochmal zum Einkaufsladen gegangen und habe noch ein paar Rezepte gekauft, also besser gesagt die Zutaten für mein Rezept. Ich habe auch den Starter Guide mal durchgelesen, den ich von Bandai Namco noch bekommen habe, und ich wurde dementsprechend auch gespoilert, welche Leute denn in meine Gruppe eigentlich so eintreten, aber ich werde nichts sagen. Aber ich habe es mal Wunder genommen. Also, die Kochrezepte, die kann man, soweit ich jetzt weiß, nicht kaufen, sondern die werden automatisch freigeschaltet, indem wir einen Levelaufstieg haben. Aber ich habe zumal Velvet, habe ich auf Stufe 2 gebracht oder war auf Stufe 2. Und dann habe ich noch den lieben Luffy Set, habe ich auch noch auf Stufe 2 gemacht. Die anderen zwei interessieren mich nicht und ich glaube Velvet könnte sogar die sein, die am besten kochen kann, also mit den Fertigkeiten. Und auch die beste für irgendwas, was dann später einmal dazu kommt. Aber egal, so, wir haben die Stadt erkundigt, wir können weitermachen. イカイを探索する船のことさ。俺たちが住むミッドガン王国の外にはイカイって呼ばれる広大な外洋が広がっているんだよ。そこを探ろうってわけ？何のために？もちろん世界地図を作るためさ。世界地図？そうだ。全世界を網羅した地図の完成は俺たちアイフリード海賊団の野望の一つ。そのためにバンエルティア号も一度異大陸まで航海をした。 異大陸まで。おほう、夢のある話だな。さっぱりわかんない。略してサパランじゃな。知らん場所の地図なんかあってもしょうがないわい。けど広大なイカイの探索には強い運が必要だね。あんたたちの運を利用させてもらいたいんだ。運を利用って、どうやって？お前の直感で探索船に指示を出してくれ。見返りに バンエルティア号は足として協力する。探索で得た物資もお前の自由にしていい。指示はシルフモドキという伝書帳を使ってどこからでも出せる。すごい財宝が見つかるかもしれないぜ。それに珍しい食材や未知のレシピとか。財宝に食材にレシピか。悪い話じゃないな。大して手間もかからんし何より面白そうだ。そうね。 Okay, Expedition wurde zum Menü hinzugefügt. Genau das habe ich vorhin gemeint. Aber neue Rezepte finden? Das ist mir neu. Ich weiß nur, dass wir dementsprechend neue Essensware finden kann und seltene Essensdinge oder Schätze oder keine Ahnung. So, okay, versuche jetzt aus diesem Option aufzurufen. So. Du kannst nun dein Speerschiff auf Reisen schicken, um die äußere Meere zu erkunden. Du kannst diese Expedition über den Befehl entzünden starten. Wähle den Befehl entzünden. Wähle als nächstes ein zu erforschendes Gebiet aus. Die erforschbare Gebiete werden von deinem aktuellen Erforschungslevel bestimmt, das oben rechts auf einem Bildschirm angezeigt wird. Kann ich da schon rumblättern? Oh, unten kann ich. Okay. Wähle jetzt das Lemonmeer aus und beginne mit der Reise. Nein, werde ich nicht. Lemonmeer. Ein heulender Sturm wühlt diese Gewässer unablässig auf. Die meisten Schiffe, die sich hierher verirren, sinken aber. Matrosen, die die Reise überleben, finden zu neuer Stärke. Entzünden. Willst du dieses Schiff, diese Expedition schicken? Ja. Was? Muss ich jetzt die ganze Zeit warten? Sobald du ein Schiff entsendet hast, wird auf dem Bildschirm die Zeit bis zu seiner Rückkehr angezeigt. Da dies deine erste Expedition ist, wird die Mannschaft ihre Bestes geben, um so schnell wie möglich wieder zurückzukehren. Sind das jetzt fünf? Achso, sind fünf Sekunden. Ich habe gedacht, fünf Minuten. Okay. 成果を確認してくれ. Sieg! Sieg! Verloren. Schatz? Soja? Sojasauce. Oh, da können wir Teriyaki machen. Oh, Trockenfisch. Die Reise ist abgeschlossen. Sehen wir uns das Ergebnis an. Bei jeder Expedition müssen das Schiff und seine Mannschaft drei Kämpfe bestehen. Die Anzahl der Siege bestimmt die Menge der erhaltenen Objekte und die Erfahrung. Auf ihren Entdeckungsreisen findet die Mannschaft manchmal auch spezielle Belohnungen wie Rezepte. Warum macht
Rezepte, das habe ich nicht gelesen im Beginner Guide, aber egal. Neue Gebiete oder Schätze. Einige Schätze gewähren Expeditionsfertigkeiten, durch die deine zukünftige Reise günstiger verlaufen. Bei Aktivieren verleihen dir diese Fertigkeiten verschiedene Boni, wie zum Beispiel erhöhte Erfahrung oder eine Vergrößerung der Anzahl gefundener Objekte. Ich bin mir jetzt sicher, welche Erfahrung hier gemeint ist. Die Erfahrung des Schiffes? Schicken wir nun zum Abschluss das Schiff auf eine weitere Expedition. Willst du das Schiff auf Expedition schicken? Ja, nochmal? Die Expedition läuft. Diesmal wird das Schiff im normalen Tempo zurückkehren. Nutze die Expedition bei deinem Abenteuer zu deinem Vorteil. Die Frauen verstehen einfach nicht, was Adrenalin pur ist. Okay, hier oben können wir weiter. Okay, es geht 30 Minuten. Kann man das irgendwie nachsehen? Expedition. Okay. Gebietsinfo? Achso, das Material. Was? Es gibt so viele Materialien? Gebietfrei, spezial, wow, okay. Ja, das ist jetzt mal das Erste, was für uns so steigt. Und das werde ich natürlich offscreen ein bisschen auszoben. Ja. Also auf jeden Fall versuche ich, auf jeden Fall bei einer Aufnahme hier eine Expedition zu starten. Nicht, dass ich dann sozusagen sehr viele Sachen habe, weil ich offscreen da irgendwie laufen habe, aber egal.報告。偵察隊が強力なゴーマを発見。警戒レベル高と判定しました。了解。星稜に公主警戒ゴーマとして登録を要請する。近隣に非常警報を発令せよ。はっ。王都の近くでもゴーマが暴れてるなんて、星稜の管理とやらも大したことないわね。アイゼン、公主警戒ゴーマってなんだ。 星稜が特別手配したゴーマだ。最新の情報では各地に十数体確認されている。おお、手強そうだな。半端なくな。迂闊に手を出せばただでは済まんぞ。そうこなくちゃな。行くわよ。ぐずぐずしてると星稜の警備が強まるわ。 Dämonen, die von der Abtei als Alarmstufe Rot bezeichnet werden, streifen durch alle Gebiete. Dämonen der Alarmstufe Rot sind außergewöhnlich stark. Du solltest sie nur angreifen, wenn du ausreichend vorbereitet bist. Und das wäre Eifried der Gefangene? Nein, er ist kein Dämon. Eifriedの話を監獄島で聞いたと言っていたな。メルキオルっていう特等大魔士が連れ出した。それ以上のことは知らないわ。俺も聞いたことはない。マギル、 お前はどうだ？連れられてきたのは1年ほど前じゃったか。囚人どもがざわついたのを覚えておるが、よほど極秘扱いのようでの。どの房に入れられたのかすら漏れてこんかったな。アイフリードって普通の人間だよな。そうだ。大魔士の能力もなければゴーマでもない。海賊潰しが目的ならば愉快な仲間たちを野放しにしておくのもおかしな話じゃしの。 星稜がそこまでこだわる理由がわからん。俺たちも情報収集を続けているんだが、星稜の狙いが一向に見えん。だが、必ず救い出す。海があいつと俺たちの生きる場所だからな。生きてると確信してるみたいね。海賊が邪魔なら殺せば済む。星稜には生け捕りにして聞き出したい大事な用事があるんだろうな。だが、 ich muss immer noch wundern, wer Eifried ist. Aber was, ich bin einen kleinen Schritt gelaufen. Was soll das? お前、なんでまた戻ってきたんだ？主らが寂しがるかと思っての。全然寂しくないけど。 裏切り者を探すとか言ってたのはどうなった？取り逃がした。手がかりもない。魔女なんだから魔法で探せばいいでしょ。
あいにくとわしの魔法は二人三脚方式でのう。裏切り者のあやつがおらねば発動せぬのじゃ。共犯者ありきのペテン魔法というわけだな。違うわい。その裏切り者とやらを探す手伝いはしないわよ。バナナで釘が打てるほどの冷たさじゃのう。そいつの他に仲間はいないのか。はっておらぬの。帰りたい故郷はないのか。ないの。魔法の他にやりたいことはないのか。ないの。あ、どうした、ライフセット。うん、マギルーの話聞いてたらなんか胸がもぞもぞして鼻がツンとした。友も居場所も目的もない空っぽの人生を送る魔女、お前は哀れだと感じたんだ。哀れ。相手をかわいそうに思う気持ちのことだ。マギルーは哀れ。そういう目でわしを見るでない。Oh, die arme Miglio. Oh, die tut mir echt leid. So, wir verlassen das Dorf. Wir haben, glaube ich, genug Dialoge gehört. Oh mein Gott. Wenn du einen Kampf initiierst, in dem du mit einem Gegner auf dem Schlachtfeld von hinten kontaktiert aufnimmst, beginnst du einen vorteilhaften Kampf. Okay. Trittst du mit zwei oder mehreren Gegnern? Okay, ja, die... wenn man ein bisschen mehr die Monster zusammentrommelt... Dann an Fernstraße! Jawohl! Wir sind auf einer Straße, aber die Straße ist gefährlich, deswegen gehe ich hier drauf. Nein. Okay, wenn wir die Gegner ein bisschen zusammentrommeln. Oh, Moment. So, jetzt ist er verzeichnet. Wenn man die Gegner ein bisschen zusammentrommelt und angreift, dann sieht man, glaube ich, einen kleinen schwarzen Kreis auf dem Boden und das bedeutet, sie sind stärker. Sie greifen ein bisschen schneller an. Sie haben mehr Lebenspunkte und so weiter und so fort. Dafür gibt es ein bisschen mehr Erfahrungspunkte sowie auch mehr Beute, die wir ergattern können. Und, was ich auch noch gewusst habe, eine der letzten Katzentruhen-Dingsbums, die braucht ganze Flotte 500 irgendwas Katzenkristalle. Und deswegen glaube ich, werde ich sehr viele davon brauchen. Oh mein Gott, es gibt glaube ich irgendwie etwas mehr als 50, meinte ich. Kanzinfeste. Aber egal, wir bringen das schon zusammen. Oder ich. Ja, ich muss ja hier rumlaufen wie blöde. Okay, sehen wir hier überhaupt noch was Spezielles? Bis jetzt eigentlich nicht. Die Karte ist auch nicht gerade so groß wie bei Tales of Terraria, als wir da in diese große Wiese mit diesen schiefen Turm von Pik... Oh mein Gott, er ist schneller als ich. Er ist schneller. Genau. Was können wir noch ins Karte treffen? Was da? Lebenspunkte, die Kleine. Aber ich werde sie trotzdem erledigen. Es wird so Frischfleisch. Ich hab Hunger. Okay. Meine Seelen zurück. Danke! Haben zwei Bernsteinklingen auf einmal. Zu Beginn eines Kampfes erlangt jeder Charakter eine bestimmte Menge SH. Wird diese Person. Die SA wieder. USA! Okay, Ausrüstung. Du hast ja das Zeug fertig. Was? Oh, der Ball ist fertig. Schau überall. Ansonsten hast du gar nichts. Dann. Oh, Moment. Ist das. Das ist besser. So, die Kampf von Tor kommt. Achso, die habe ich sogar verstärkt. Warum habe ich die verstärkt? Egal. Sonst noch was gemeistert? Ich glaube nicht. Nö. Okay, wir können noch 9 Zimmer kochen. Gehe ich jetzt überhaupt? Ja, ich gehe in die richtige Richtung. Ansonsten sehe ich nur diese blöden Bommels auf dem Boden. Okay, blöd sind sie ja nicht, aber diese Katzen. Wohin geht's hier überhaupt? Ich würde eigentlich gerne erfahren, wohin das Zeug hier überhaupt... Ups, das war falsch. Wohin das Zeug überhaupt geht? Sind wir hier da in einem
Fernstraße. Begib dich über die Dana-Fernstraße nach Logres. Aber das sieht eher nach Logres aus. Schauen wir mal hier hin. Das ist nicht Logres. Okay, das sind sowieso die Straßen. Ist hier eine Küste? Oh, ist hier Wasser. Achso, da war was am Boden. Ich hab's gar nicht gesehen. Gibt's hier noch irgendwelche Pornoglyphen? Über Tales of Seria, die Pornos. 2 Talismützen, yay! Werden wir nicht gebaut. Ist das eine Höhle? Das sieht mir nach einer Höhle aus. Oder gibt's hier irgendwas zu? Echt jetzt? Ich kann hier nicht mal vorbei. Ich sehe das. Ach so ist das. Das ist normales Kraut. Das ist nicht irgendwie. Oh, das ist aber blöd, wenn das so dargestellt ist. Zum Kotzen. Ich sehe es so schlecht. Oh, da hinten ist wieder eine Katzenkiste. Katzenkiste. Ist das alles, was wir hier machen können? Diese blöde Katzenkiste? 95. Ein Zylinder. Yay. Yeah. Oh, ein Zylinder. Wir kennen einen gewissen Zylinder. Nein, es ist aber nicht der Zylinder von Dessel. Schade. Hätte mich jetzt darauf gefreut, dass Dessels Hut wieder zurückkehrt. Aber nein, er tut es nicht. Er bleibt in Gewahrsam, denn er ist böse. Okay, dann müssen wir hier runter. Ist ein bisschen schade, dass da nicht mehr allzu weit ging. Aber egal. Dann gehen wir halt schneller hin zu der nächsten Stadt, soll es aussehen. Und wo genau sollte der böse... ich wollte gerade sagen Alien, aber Dämon. Das sind ja Dämonen. Okay, da ist eine Brücke, da kommen wir auch nochmal runter. Da vorne ist die Abtei, die habe ich gesehen. Nein, das sind Leute. あの壁、すごく大きい。この国の王と、ローグルスだ。巨大な城壁で町を囲み、ゴーマの侵入を防いでいる。精霊を呼び使うことによって、人は身の丈以上の文明を手に入れたのじゃよ。初めてじゃないだろ、ライフセット。前にも来たことあるけど、その時は、 今みたいじゃなかったから。そうか。大魔師に刺激されてる精霊は景色を見ることもままならないんだな。次にままならなくなるのはわしらじゃがのう。王家も聖領の本部もある国の中枢じゃ。王国兵も大魔師もあちこちで見張っておる。わしら悪党にとっては居場所のない町じゃ。居場所なんていらない。 Artorius' Artorius! Werden wir wirklich Artorius finden hier in der Stadt? Das wäre ein bisschen zu über. Bin ich erschrocken. Du blickst du. Choto, warte bitte sein. Achso, stimmt. Warte, ich wollte da nicht. Achso, ich hab wieder das falsche Job gekriegt, oder? Yay, jetzt nützlich. Oh, ich hätte, glaube ich, das auffallen sollen. Aber egal. Wir haben ja schnell wieder Punkte, hoffe ich mal. Geh nur Platz und dann ist es. Eifrige Sammlerin? Bernsteinklinge, Bestie Zahn. Eine Klinge aus einer besonderen harten Klaue. Perfekt zum Bestienbekämpfung. Yay. Wir haben gegessen. Ach so. Nee, das kann nicht sein. Das ist schon wieder. Nicht Mond, nicht Ausrüstung kochen. So. Nein, hat sie nicht. Sie hat kein neues Level. Okay. Dann schauen wir mal. Ich will jetzt eigentlich allzu gerne da reinlatschen. Ich will das Zeug hier draußen noch ein bisschen erkundigen. Oder sollen wir doch rein? Ja, ich hasse manchmal solches Zeug. Oh, sollen wir rein oder nicht? Hier gibt es noch sehr viel zu erkundigen. Und da ich ein Erkundungstyp bin, werden wir natürlich zuerst erkundigen. Ich hoffe mal, dass die Gegner mich nicht immer wieder verfolgen, denn das könnte mir noch auf den Sack gehen. Ich hoffe mal, ich übersehe jetzt gerade nichts. Der ist auch schneller als ich. Riskant ist Begriff. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ein riskantes Begriff und was ich bedeuten soll, aber egal. What's up, Bestien Terrorisierer? Mit noch Arten, zwar zu testen. Und der sollte jetzt auch schon Hilfe sein. Ja, die Köpfe, die gehen schnell. Fremdartige Dolch. So,
Stimmt, ich habe noch was vergessen zu machen. Und zwar will ich jetzt eigentlich mal versuchen, das mal auf normal zu spielen. Denn wir kriegen... Ist jetzt umgestellt? Ja. Denn wir kriegen ein bisschen bessere Ausrüstungen, wenn man es auf normal spielt. So wie ich das... wo ist denn der jetzt gekommen? Schweinerei! Okay, aber sie machen ein bisschen mehr Schaden, aber so viel Schaden haben sie jetzt auch wieder nicht angesetzt. Ich meine, alle Gegner haben nicht ganz so viel Schaden. Seht ihr? Bonus, plus 13! Bernsteinbeste, plus 30 maximale KP. Achso, du bist fertig mit dem. Boah, Bernsteindolch. Ich könnte eigentlich hier noch ein bisschen trainieren. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen einen längeren Part machen, was cool ist. Oh, ich liebe das Spiel. Verteidigung plus, Arteverteidigung plus 5. Ich glaube, er ist... Achso, stimmt. Das habe ich auch noch gelesen. Das ist nicht mal so schlecht. Du hast zwar ein bisschen weniger Arteverteidigung, aber... Dann nehmen wir das zuerst. So, kein Siegweste. Also... Sie ist eher spezialisiert auf Verteidigen und Fokus. Er ist so spezialisiert auf Arte Angriff und was denn noch? Arte Verteidigung, Arte Angriff und Arte Verteidigung. Genau. Er ist spezialisiert auf was war das jetzt genau wieder? Fokus auf jeden Fall und Angriff, glaube ich. Und der nur Angriff. Und da gibt es ja noch zwei weitere. Oh mein Gott, ich habe gespoilert. Okay, nein. Es sollte ja etwa logisch sein, dass da noch zwei Leute reinpassen, oder? Nee. Das war kein Spoiler. Nee, ich finde, das war kein Spoiler. Ansonsten tut es mir sehr leid. Hallo! Die geile Seestraße liegt in dieser Richtung, aber es ist gefährlich dort. Jetzt sind dort gerade Exorzisten unterwegs, nach einer verschollenen Karawane suchen. Okay, gut zu wissen. Dann werden wir uns da lieber nicht beinwellen. Habe ich hier unten... lecker. Den nehmen wir mit. So, jetzt muss ich aber gleich mal schauen. Halt, er drin. So gut ist es jetzt auch wieder nicht, aber egal. Okay, jetzt muss ich gleich mal schauen. Da waren wir, da oben waren wir... Noch nicht ganz, würde ich jetzt mal sagen. Ansonsten haben wir das Zeug eigentlich so weit entdeckt. Oder? Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht und ich würde gerne den Viecher... Ja, da waren wir noch nicht. Okay. Da oben sehe ich nichts glitzern. Das ist auch okay. Nehmen wir das noch mit. 750 Geld. Sehr gut. Die Kupferkisten, die lohnen sich eher ein bisschen mehr als bei Tales of Terraria. Da war es irgendwie kacka. Okay, dann haben wir das erforscht. Hier unten waren wir... Oh mein Gott, nein, sie haben mich gefehlt. Und noch mehr Gegner. Nein! Aus! Ich will jetzt hier ran! Na klar haben sie sie durchgelassen. Sie sehen ja ganz normal aus.手形を見せてもらおう。この未熟者、騎術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。騎術師？いかにも、ご覧の通りくせ者揃いの我が一座、その名もマギルー騎術団と称しまする。 聞いてんの余興か。過去にはその通り。いやはや、我がバカで失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。は？すみません、師匠。仕込みを忘れました。なんと情けない奴じゃ。 芸の道をいかに心よるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。ハトマネ。
ように泣く子も笑うマギルー奇術団ローグレスの皆様にご挨拶の一席でございました。ほら、こんなところで宣伝をするな。さっさと散れ。かしこまり。Gut gemacht, Magilo. Bin stolz auf dich. なかなかの手口だったな、マギル。あんな子供魂は今回限り、ポッパ。ああ、怖い怖い、ポッパ。あと、すごかった。その子供魂で入れた。オートも大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうって。ライフセット、オートの戦力を知っておるか？オートに配備されたタイマ師だ。タイマ師は1000人以上、守備兵士は2個師だ。さすがはオートだな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないとは厳しいか。民衆がニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほどここは平和なんだろう。その平和はルフィ、ベルベット。Leogres, Juwel des Reiches. Doch wie lange wird es noch ein Juwel sein? Denn wir sind jetzt hier und werden ein bisschen Tauben fliegen lassen. Das erinnerte mich gerade ein bisschen an Final Fantasy XII, das Intro. Ja, Square Enix präsentiert Tauben. Yay. Okay. Also, da ist nichts mehr. Okay, wir sehen mal die Karte oben. Was gibt? Hier gibt's kein Laden? Echt jetzt? Warum gibt's hier keinen Laden? Ich will hier einen Laden haben. Spitze Kupfermünzen. Ich will das verkaufen, und zwar meine Kupfer- und Silbermünzen, meine Lieben. Also gib mir was. Okay. Was? Norman? Norman? Norman Möhre. Eine seltsame Möhre, die die Form eines Norman hat. Leider nicht designt. Das hat mich jetzt wundergenommen, wie diese Möhre aussieht. So. Hallo! 今、ミッドガント王国の国政は第一王子パーシバル様が取っておられるのよ。王子が？国王はどうしたの？王は健在だが、一線を退いてパーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには新しい力こそ必要だと宣言してな。ほん、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いでアルトリウス様と聖領を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいればきっと王国は大丈夫。みんなそう信じているわ。なるほど。つまり国中がアルトリウスの味方ってことね。Niemals! Wir nicht! Okay. Sonst gibt's hier hinten gar nichts. Okay. Dann gibt's. Hallo! Kannst du auch einen Zaubertrick? Hier, hast du Tauben! Okay. Waren es vorhin nicht gerade 2 Ausrufezeichen? Egal. Eigentlich sollten das Nebenquests sein, aber bis jetzt merke ich davon nichts. そんなことも知らんのか。聖領とは聖書を祀るミッドガンド教会の大魔部門。本来は僧兵と祈祷師の集団だった。うん、正式名称はミッドガンド国教会大魔聖領。現在は大魔師の組織になってる。その通り。そっちの坊主たちはよく勉強しておるな。要するに教会の一部だろ。その割には随分偉そうだが。当然じゃ。教会を束ねる主教様は全権を聖領長アルトリウス様に委任して実質的に引退しておる。聖領の王さんが教会で一番偉いってことか。だけじゃないよ。国王陛下は軍事と政治を掌握する非常時独裁権をアルトリウス様に与えられた。今王国はアルトリウスの指揮のもと再生一致でゴーマ病に立ち向かう体制をとっている。そう、それが
ミッドガンド聖堂王国、聖霊はその要であり希望の光なのじゃ。いやよくわかった。聖霊がいかに巨大な組織かってことがな。ディクタートアントニウス。Nein, lassen wir das. Okay. Wo sind wir denn jetzt noch lang gelaufen? Ich glaube, hier hinten waren wir noch nicht. Gibt's hier vielleicht irgendwo mal eine Kiste? Ich meine, das ist die Hauptstadt. Da sollen überall nur noch goldene Kisten für mich sein. Aber so wie es aussieht, ist die Stadt klein. Obwohl es die Hauptstadt ist. Das ist ein bisschen verwirrend für mich. Angelaufene Silbermünze. Weil ich meine, die Hauptstadt von Tales of Zestiria. Bums, die war riesig. Boah, die war jetzt wirklich groß. Ich war dort irgendwie 3 Folgen unterwegs, weil, ja, also, ist, okay, es ging auch von der Story sehr lange da. Aber egal, 3 Folgen nur in einer Stadt. Boah, zum Gotzen. Nein, eigentlich auch nicht. Ich find's spannend, wenn irgendwas sehr großflächig ist. Aber da muss auch irgendwas dabei sein, was interessant ist. Oh, ich habe nicht auf die Dächer geschaut. Könnte ja sein, dass wir hier irgendwo wieder auf die Dächer kommen. Auf die Dächer habe ich gesorgt. Nee, die sehen nicht so aus. Okay. Da gehen wir. Achso. Oh, das war nicht die Stadt. Kommt noch mehr. Und da sind die Läden, die. Der Laden. Nein, die Läden. Da drin ist auch. Ansonsten ist hier gar nichts. So, dann gehen wir mal hier rein und schauen uns das mal an. Konnichiwa. Genki desu ka? Watashi wa Bebeto desu. Willkommen, wir sind schon ziemlich voll, aber wir können bestimmt noch ein Zimmer für euch finden. Ja, komm, wir machen das mal. Könnte ja sein, dass irgendwelcher Dialog kommt. Mebe? Bin mir aber nicht sicher. Nein, ich glaube das nicht. Okay. Da hat es sich trotzdem gelohnt, das zu tun. Gibt's ja eine Kiste? Nein. Moment mal, wo hast du überhaupt die Zimmer versteckt? Ich meine ja nur, man geht hier hoch und man sieht... 1, 2, okay, 2 Türen, immerhin. Ey, du hast 2 Zimmer. 4, wow. Dein Zimmer gehört dieses Mal ihr, weil sie hier wohnt. Okay, schauen wir mal. Erste Speicherpunkt, ist auch schön, ist auch schön. Ja, ansonsten haben wir, da vorne kommen wir nicht durch. Was zum, angelaufene Silbermünze. Jetzt habe ich aber langsam aber auch sicher genug Silber- und Kupfermünzen, die können wir gut. Echt jetzt? Ich bin hier durch. Okay, sie gehorchen mir nicht. Sie sind fies. Sie sind, warum kann man da nicht durchlaufen? Ich finde das Verarschung pur. Moment mal. Nein, die 2 Kerle, die kenne ich nicht. Hätte ja auch sein können, dass das jemand war, der bei Tales of Zestiria auch schon bei der Bande dabei war. Aber anscheinend nicht. Bin auch nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, ich bin mir auch nicht sicher, wie lange das ist eigentlich schon vorbei ist oder ob es in der Zukunft oder in der Gegenwart ist. Anscheinend ist es in der Vergangenheit. Denn Eisen ist back. He's so fucking back. Mit seiner Todesfaust. Bam! Okay, wo sollen wir denn. Die Expedition ist zurück! Yay! Schauen wir mal. Verloren, Sieg, verloren. Was für eine Pleite! Thunfisch und Sojasauce. Yay! Die Scheiben aus rohem Fisch auf dieser Platte gleichen Wellen im tausenden Meer. Das Gebiet der neuen Forschung. Tansaksen, Batsubio. Geht das jetzt immer 30 Minuten? Geht immer 30 Minuten, ist doof. Schau mal. Nein, hier gibt's nichts. Ich brauche irgendwie wieder ein bisschen zu lang. Oder auch nicht, es lohnt sich. Kein Sieg, Montur. Und wie es sich lohnt. So. Wir können hier hoch, aber wohin führt uns das? Zu einer goldenen Kiste, so wie bei Helves. Nein, ist schon wieder so eine blöde Katzentrommel. Truhe. Wie viel? Yeah, ich hab sie sogar noch. Die geben mir nicht immer, was. Sack geheißen, sie geben dir immer was. Aber das stimmt ja gar nicht. Ansonsten, okay, das war alles. Sehr gut, haben wir das. Yay! Ich habe auch noch gelesen, dass die alten Kisten dann irgendwann mal wieder zugehen und es sich lohnen würde,
wieder in die entdeckten Gebiete zurückzukehren. So wie das hier, die Lavendel. Sie wächst nach, denn sie ist gütig zu den Menschen. Okay, da waren wir noch nicht. Wollen wir hier entlang? Noch? Glaube noch nicht. Es sieht ein bisschen so böse aus. Ja, böse. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal schnell zum Laden. Und verkaufen unser Zeug, das wir nicht mehr brauchen tun. So, wir verkaufen Trockenfisch, nein, Beinwild, oh mein Gott. Ein wild wachsendes Gras hat geringen medizinischen Wert. Können wir das verkaufen, wenn das mal... Ich glaube, es ist... Keine Ahnung. Warte, ich habe 35 Stück. Ich bin mir nicht sicher, ob man das irgendwann gebrauchen kann. Oder es einfach nur zum Verkaufen ist. Keine Ahnung. Aber der Spinat ist lecker. So, Kampfstiefel. Ich glaube, die lasse ich noch. Ich glaube, das lasse ich noch. So, was hast du so zu verkaufen? Oder zu kaufen? Denore-Flasche. Okay. Bernsteinklüngel. Ist auch sehr schön. Kalzitpapier. Soll ich das Zeug überhaupt kaufen? Ich bekomme das sicher noch von den Gegnern. Bernsteiner, ein Kalzit-Talisman und... Oh, Moment. Rezepte? Oder mein Zubehör? Nein. Wo haben wir denn? Da, Material. Immer noch das Zeug. Oh, das hast du mal ein bisschen zulegen, ne? Dann gehen wir noch zu dem kleinen Burschen hier und schauen wir mal. Oder es ist einer. Oji-sama no hanashi mada? Taimashi-sama, kurun da yo ne? Kitto ne. Seiryou no koto de daiji na happyou ga aru tte uwasa da kara. Watashi, Taimashi-sama ni orei o yuu nda. Goma o yatsukete kurete arigatou tte. Sou ne. Kansha o tsutaete minna de kyouryoku shinaito. Un. Ich will auch die Gesetze schützen. Meine Mama sagt nicht. Das ist ein großer Erfolg. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. So, okay. Mehr als alle, Taimashi hat für sich selbst gekämpft, um die Wahrheit zu wissen. Ich unterstütze dich, wie es aussieht. Sie töten Dämonen, doch wir retten sie. Vielleicht. Das weiß ich noch nicht. Aber es könnte auch sein, denn alles, was Velvet ist, von den Dämonen könnte sozusagen das Böse sein und dann sind sie wieder normal. So wie bei Tales of Terra, da waren sie auch Biester und... Zoray hat sie befreit. Und dann waren sie wieder Menschen. Das kann ich hier auch sehr gut. パーシバル・アスガードである。この良き日を皆と祝えることを父王と共に嬉しく思う。式典が始まった。こりゃ、割って入るのは無理だぞ。10年前の開門の日以来、ゴーマ病とゴーマの脅威によって我が王国は存亡の危機を迎えていた。 命が朽ち、心が突き当てて行かんとする地に奇跡の剣を持つ立つ者がいいが、ここで襲うのは無謀。アルトリウス・コールブランドである。アルトリウスの偉業は誰もが知っている。 苦しむ民を救済に全てを捧げた。殺した。ご聖主の一中たる頼み主を降臨させ、精霊の力を我らにもたらした。でも殺した。ベルベット、混沌の世に断りという希望を与え、今その希望が 絆となって我々を結んでいる。でもお前は私の大事なものを全部、アルトリウスの偉大なる功績と献身を称え、今ここに災厄を払い、民を導く救世主の名、同志の称号を授けん。 Alter,
世界は最悪の痛みに満ちています。なのに私は皆さんに頼まねばならなかった。断りによる苦痛に耐えてくれと、医師という枷で自らを戒めてくれと。なぜなら揺るがぬ断りとそれを貫き通す意志、これが最悪を切り払う唯一の剣だからです。今ここにその剣がある。私は誓おう、我が体と命を善なる民のために捧げることを。すべての人々に聖主カノヌシの加護をもたらし、最悪なき世に導くことを。世界の痛みは私が必ず止めてみせる。アルトリウス、あれがお前の標的か。いきなり飛びかかるかとヒヤヒヤワクワクしたわい。それじゃ無駄死にでしょ。断りと意志の剣がいるの。あいつを殺すため。アルトリウスさん、手堅くてつまらんの。そろそろわしはおいとまってるかな。名残惜しいじゃろうな。探し物があるでな。お好きにどうぞ。さよなら。じゃあの、皆の大願成就、七転八倒を祈ってあるぞ。敵は同志様とやらだ。姿を隠すような相手じゃない。じっくり行こうぜ。やつの後ろにいたジジイがメルキオルだ。そう。やつらの情報を集め、何をしてるか分かれば隙をつける。と言っても王国の最重要人物だ。探るにも手がかりがないとな。アイゼン、王都に裏の知り合いはいないの？船着き場の時みたい。内陸には疎いが、アイフリードの懇意にしていた闇ギルドがあったはずだ。バスカビルというジジイが仕切っていて、確か王都の酒場が窓口だと。闇ギルド、おとにかく酒場へ行ってみよう。腹ごしらえはできるだろう。そうね。やばい、キャンニャコーヒン、スパイダーガイ、オッケー。すごい音がした。生きてる証拠よ、それも。もう、もう、聞かんてくらい、おかしい、これが、そう。Es gibt Neues, der Hirte Artorius natürlich. Ist er so ein Hirte wie Zorain? Moment, wir haben hier oben ja einen Gang. Musst du zuerst mal erkundigen. Ist er so ein Hirte wie Zorain? Weiß ich genau. Irgendwie nicht. Ich meine, alle Menschen können die Malakims. Das ist so komisch. Das sind Seraphen. So wie Mogri. Das sind kein Mogri, das sind Muggel. Wie viel mal ich das schon mal gedacht habe. Warum nur haben sie das getan? Wieso haben sie das getan? Und das Eisenkraut haben sie auch versteckt, aber ich hab's gefunden. Na gut, so, wir haben hier noch was Schönes. Das werden wir uns nicht entgehen lassen. あの式典、同志のお披露目の場だけあって、タイマシ軍団勢揃いだったな。お前が追ってる奴はいたのか。いや、ああいう場にすまし顔で並ぶ奴じゃない。清涼の上位大魔士なんだろ。あいつには関係ない。そうか。ところでベルベット、あの同志様は右手を怪我でもしてるのか。あいつは昔大怪我を持って利き腕は使えない。やっぱりな。でも左腕だけでも超一流よ。動きを見ればわかる。体に無駄な力みがなく、ブレもないし、意識も丹田に置かれていたからな。丹田って何？
腹の底、聖火から指2本分くらいのあたり、全身の気が集まる場所だと聞いたことがある。何より殺気を微塵も感じさせないくせに、どこにも隙がない。あの同志様は強い。あいつがアルトリウスのそばにいる理由は、おそらく俺もあいつを切りたくなってきたぜ。Und ich weiß, wer er verfolgt. Aber ich will es nicht sagen. Ansonsten ist es ein kleiner Spoiler, obwohl es nicht gerade so stuhlaufreißende Sache ist. Von dem her, dann ist es sowieso klar, aber... Ne, ich lasse euch Zeit, ich lasse die Story schön für sich gleiten lassen. Und, ja, das war auch im Beginn der Geist. まさにアルトリウス様にふさわしい称号よね。私は信じるわ。どうしアルトリウス様がいれば、きっとこの大災厄の時代を乗り越えられるって。どうしアルトリウス、ずいぶんご大層な称号だな。アルトリウスはすでにミッドガンドにおける生族の実権を掌握していたが、この名を得たことで既存の権力構造を超えた民衆の希望そのものになったと言っていい。手強いどころじゃないな。それでも戦うの？当然よ。同志だろうが神様だろうが野良犬だろうが、あいつが仇なのは変わらないわ。ラフ、warum ラフ？Wir müssen jetzt. Ich glaube, das ist die Taverne, oder? Ist erst neu. Die ist aber erst neu aufgetaucht. Deswegen nehmen wir die Kugeln mit. Was gibt hier drin keinen Speicherpunkt? Da gab es früher immer einen Speicherpunkt. Wieso denn jetzt nicht mehr? Gibt es hier eine Kiste? Nein, aber immer noch ein Würfelchen. Oh mein Gott, ich habe fast keine Würfelchen mehr. Und noch mehr Kompetenzen. Und ich wollte eigentlich noch ein bisschen trainieren. Oh mein Gott, die Folge ist ja schon viel zu lange. いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。一週間も煮込んで作るの。麻婆カレー。じゃあそれを。ところで、バスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。そのじいさんは聖霊の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。ベルベット。麻婆カレー、美味しいよ。美味しい。うまい。Und sie schmeckt nichts。仲がいいのね、ご兄弟。いいえ。そうよね。あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを。闇は光を睨む者を見ているもの。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか。ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの？ご用は何かしら？アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと値が張るわね。非合法の仕事、これを全部こなしてくれたら、こちらも情報を提供するわ。Oh, welchen Auftrag willst du annehmen? Nach einem Vermissten suchen, einen Hinterhalt vereiteln, Ware zerstören, einen Hinterhalt vereiteln, vereitle einen Überfall auf die Königliche Medizinische Gesellschaft an der Dylan-Fernstraße. Diesen Auftrag annehmen? Ja, bitte. Da will ich sowieso mal hin. これを持って。偽造だけど、まず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそう名乗って言ったでしょ。そっちの力はよくわかった。達成したらここに報告に来てね。でも、失敗した時は…私が勝手にやったことでしょ。
迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。ありがとうございます。わかったわ、アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等タイマシメルキオールも絡んでいるようだ。Ein Pendel? Hatte Dessel nicht ein Pendel? そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀の在りかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ、俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃ、はぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか、さもなきゃ俺たちのようにはぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう。なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。つまるところ自分のためか。いかんか。いや、俺も同じだ。聖霊の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。アイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカはめったにいない。そうか、お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。Das sind richtige Männer, sie stürzen sich ins Alkohol, leben sie da ein. なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか。裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。 Wer ist sie?Wer ist Magilo? Sie weiß irgendwas, was wir nicht wissen, und ich hasse das. Reiseerlaubnis erhalten. Hat ein neues Rezept. Wir haben Mabo Curry. Das müssen wir gleich kochen, denn das muss noch eine Woche ausruhen. Autokochen? Nein. Autokochen? Gericht werden? Mabo Curry. Was? Ich habe das Zeug nicht. Ja, Schweinerei. Jemand hat eine Statuskrankheit.Alles klar, verhindert alle Statuskrankheiten. Ein Fusionsgericht mit Schwein, Tofu und Curry. Oishi! 30 oder mehr Treffer. Nötige Blümtoll? Füllt die SG vollständig auf? Wer interessiert das denn? Ja, ich lasse mal das Schweine-Curry-Dingsbums drin. Und, mysteriöse. Kommt das nochmal? Nö. Irgendwas mit Schattengel. Oh, angelaufene Silbermünze. Da können wir den Umteil bezahlen.Ist da was dahinter? Eine Flasche.
komischerweise hier auch. Wieso nicht? So. Okay.優しそうな顔して、したたかな婆さんだね。記述団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない。偽造と言っていたが、通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとは。 カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。あんたも頑張りなさい。 Was für eine Drohung! Wenn du nicht aufpassen wirst, dann wirst du nie mehr! Schon wieder spielen? Oh, nö, lass mal stecken! Dann wirst du nie wieder Marbo Curry schmecken können, weil sie dir die Zähne einreißen und die Zunge rausschneiden werden. 王国医療団はあちこちで診察や治療をする動く病院。民間の寄付で活動している慈善団体のはずだ。狙われる理由がわからん。いるんでしょう。慈善とかが大嫌いなひねくれ者が。だとして闇組織の守る理由は？知らないけど襲撃者の方に原因があるのか。 Ich habe das Gefühl, das Zeug ist von der Abtei geplant worden, weil sie irgendwie Angst haben, dass diese Ärzte ein bisschen zu viel Macht bekommen. Und das gefällt der Abtei nicht. Nein, natürlich nicht. So, also, ich würde jetzt mal sagen, die Folge ist schon viel zu lang, das auf jeden Fall. Aber mir ist gestern aufgefallen, dass ich ein bisschen... sehr kurze Folgen sind für moi. Ich meine nur 20 Minuten, da kann man ja gar nichts tun. Jetzt haben wir eine ganze Stunde und es war fantastisch. Und mir hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Hören wir mal zu. Oder redest du? Ah. Ja, Doshi no Shikiten wa yokatta na. Artorius-sama no Enzesu wa mochiron subarashikatta ga. Parshival Tenka mo korippa datta. Tami to kuni no tame ni Artorius-sama wo tate. お自分は一歩引かれる。その度量こそ王の器だ。そうか。なんだか卑弱そうな奴だったが、一見そう見えるが真の強いお方だよ。幼い頃から黙々と学問と公務をこなされてきたんだ。唯一の趣味といえば鷹狩りくらいのものだが、おかわいそうに。それも随分ご無沙汰だな。随分肩入れするのね。そりゃあな。 ここだけの話、弟が二人おられるんだ。どちらも出来が良くない上に悪い取り巻きがついてる。パーシバル殿下に万一のことがあったら、王国の未来は真っ暗なんだ。なるほど。期待は兄貴にかかってるんだな。期待の王子様は王国の弱点でもあるわけね。お、OK、 wegen der Länge der Folge, genau. Ich werde schauen, wie viel Zeit ich habe für eine Folge oder sozusagen, wenn ich gerade finde, es ist ein guter Augenblick aufzuhören. Und das ist er gerade. Nein, also ich habe vor, normalerweise ein bisschen länger als 20 Minuten zu machen, weil ich in 20 Minuten leider nicht viel zeigen kann. Und das spielt jetzt sowieso schon viel zu lange. Und wir wollen ja dann auch mal irgendwann fertig werden, oder? So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich weiß, es ist ein bisschen lange, aber... Oh, Toto-Matik unter sei, da haben wir irgendwas vergessen mitzunehmen. Und da werde ich gleich mal hochgehen. Ja, also ich hoffe mal, ihr habt kein Problem damit, wenn die Folgen ein bisschen länger sind. Einfache Anhänger. Yeah. Wenn die Folgen ein bisschen länger sind, dann... es passiert einfach viel mehr und es ist viel spannender. Ansonsten immer wieder Cut, immer wieder Cut. Das ist doch irgendwie... Nee.
Aber egal, wenn es euch nicht gefallen tut und ihr ein bisschen zu wenig Zeit habt und unter dem Tag, unter der Woche nicht eine Stunde schauen könntet, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde mich daran richten und wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao. Also, daran richten. Ich nehme meistens so um eine Woche, also 7 Folgen im Voraus auf. Also, müsstet ihr ein bisschen Geduld haben, falls da irgendwas kommen würde, weil die Parts ein bisschen zu lang sind. Ich hoffe um Verständnis, ich arbeite manchmal sehr lange und deswegen kann ich nicht aufnehmen, aber in letzter Zeit nehme ich mir die Zeit, am Abend noch hinzusitzen und etwas zu machen. Aber gegen Freitag ist es dann ein bisschen sehr anstrengend. So, jetzt aber wirklich, ciao!